Ein Gefängniswärter hörte zufällig sehr verdächtige Gerüchte. Jemand plante, aus dem Gefängnis auszubrechen. Der Wärter sah sich die Aufnahmen der Überwachungskameras an und bemerkte, dass sich zwei Frauen verdächtig verhielten. Eine von ihnen war eine ehemalige Bodybuilderin, muskulös, blondes Haar und von oben bis unten tätowiert. Die andere war ruhig und zurückhaltend. Sie verbrachte ihre Zeit lieber alleine in ihrer Zelle und manchmal weinte sie auch. Nachdem er sich die Aufnahmen mehrmals angesehen hatte, wusste der Wärter, welche Frau ihren Ausbruch geplant hatte. Weißt du's auch? Es ist die zweite Gefangene. Da steckt eine Feile in ihrem Brötchen. Mit der kann sie die Metallgitter bearbeiten. Martin kommt in die Küche. Auf dem Tisch liegen drei Äpfel, aber nur einer ist genießbar. Die anderen beiden sind giftig. Martin will sein Frühstück nicht ausfallen lassen, aber welchen Apfel kann er essen? Schau mal, in diesem Apfel ist ein Wurm und das bedeutet, dass der kein Gift enthält, also kann er ihn essen. Diese drei Frauen, Jessica, Maria und Olivia, sind einkaufen. Zwei von ihnen sind schwanger und eine versucht gerade, eine Wassermelone zu stehlen. Erkennst du, welche von ihnen die Wassermelone versteckt? Es ist Olivia. Sie trägt Absatzschuhe. Das ist nicht die Art von Schuhen, die schwangere Frauen tragen würden, oder? Nathan, ein erfolgreicher Unternehmer mit einem Multimillionengeschäft, und sein Freund Jakob, ein berühmter Privatdetektiv, kamen von einer längeren Auslandsreise zurück. Bevor sie in die Stadt fuhren, wollten sie bei Nathans Villa vorbeischauen. Aber als die Männer das Haus betraten, sahen sie, dass mehr oder weniger alles, was wertvoll war, geklaut wurde. Die ganze Villa war verwüstet. Ich war nur einen Monat weg, was ist hier nur passiert? Beschwerte sich Nathan. Jakob nahm sich einen Apfel aus der Obstschale und dachte nach. Das Schloss ist nicht kaputt. Das bedeutet, dass die Person, die deine Sachen gestohlen hat, einen Schlüssel hatte. Der Detektiv bat Nathan, drei Personen einzuladen. Mia, Nathans Nichte, erzählte Jakob, dass sie das Haus ihres Onkels nicht besucht hatte. Seit zwei Monaten war ihr Auto kaputt und die Villa war zu weit von der Stadt weg, um sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Sarah, das Hausmädchen, behauptete, sie sei vor ein paar Wochen vorbeigekommen, um Essen zu bringen und aufzuräumen. Aber seither sei sie nicht mehr in der Villa gewesen. Adam, der Gärtner, sagte dem Detektiv, er hätte Urlaub gemacht und sei eben erst zurückgekommen. Er wollte Jakob sogar sein Flugticket zeigen. Der Detektiv wusste sofort, wer hinter dem Diebstahl steckte. Du hast 8 Sekunden Zeit, um es herauszufinden. Es war das Dienstmädchen. Sie sagte, sie hätte das Essen schon vor einigen Wochen gebracht. Aber der Apfel, den Jakob vom Tisch nahm, war frisch. Einmal hörte Frau Taska jemanden weinen. Es war ihre Schülerin Annabelle. Das Mädchen erzählte der Lehrerin, dass ihre Kekse aus ihrem Spind verschwinden und das schon seit einigen Wochen, aber sie weiß nicht, wer es war. Frau Taska beschloss, dem Mädchen zu helfen. Sie statteten den Spind mit einer einfachen Alarmanlage aus, die losgeht, wenn jemand, der nicht Annabelle ist, die Tür öffnet. Sie versteckten sich hinter der Ecke und warteten. Nach 10 Minuten hörten sie den Alarm. Als sie zum Spind kamen, war er bereits leer und niemand war in der Nähe. Doch Frau Taska bemerkte, dass jemand im Kunstraum verschwand. Sie eilte hinterher. Alles sah normal aus. Trotzdem brauchte die Lehrerin nicht mehr als eine Minute, um zu wissen, wer Annabels Kekse gegessen hatte. Schau dich im Kunstraum um. Findest du innerhalb von 8 Sekunden den Keksdieb? Es ist die Schülerin auf der linken Seite. Ihr Bild ist schwarz-weiß, aber auf ihrer Farbpalette sind nur verschiedene Blautöne. Vielleicht will sie Kekskrümel in ihr Bild einarbeiten, kann ja sein. Ein Parfümhersteller plant, neue Mitarbeiter einzustellen. Aber sie müssen dem Unternehmen einen Treueeid schwören, wenn sie den Job haben wollen. 10 Leute sagen den Firmeneid gleichzeitig auf. Aber einige nehmen das nicht so ernst. Hilft der Direktorin herauszufinden, wer diese Leute sind.
dieser Mann kreuzt seine Finger. Und der Mann links steht mit gekreuzten Beinen da. Sie werden dem Unternehmen wohl nicht treu sein. Die Direktorin sollte sie nicht einstellen. Zwei einflussreiche Medienmogule essen in einem teuren Restaurant zu Mittag. Sie diskutieren über die Fusion ihrer Unternehmen. Die Summe der Transaktion beläuft sich auf mehrere Milliarden Euro. Sie flüstern, denn die Bedingungen dieses Deals sind ziemlich brisant. Sie vermuten, dass sie belauscht werden. Und sie haben recht. Einige neugierige Leute belauschen ihr Gespräch tatsächlich. Finde heraus, wer. Die junge Frau am Nebentisch liest ein Magazin, aber sie hält es verkehrt herum. Sie versucht offensichtlich mitzubekommen, worüber die Milliardäre reden. Der Typ da drüben hört Musik, aber sein Kopfhörerkabel steckt nirgendwo drin. Die Frau dort am Tisch in der Ecke trinkt einen Cocktail, aber statt eines Schirmchens steckt im Glas ein Aufnahmegerät. Sie versucht, das Gespräch aufzuzeichnen. Wo sind meine Mitarbeiter? Schreit der Chef. Er ist wütend, weil drei Leute nicht ins Büro gekommen sind. Er ruft jeden an, um den Grund dafür zu erfahren. Alle drei sagen, dass sie krank geworden sind. Der Chef glaubt ihnen aber nicht und lässt alle ins Büro kommen. Maria hat eine dicke Jacke an, trägt eine Mütze und einen Schal. Sie niest und hustet und hat eine Erkältung. Gloria geht an Krücken, ihr Bein ist eingegipst. Dann kommt Michael. Er hat sich am Arm verletzt und kann nicht tippen. Der Chef ist sich sicher, dass einer von ihnen simuliert. Aber wer? Mikes linker Arm ist verletzt, okay, aber sein Telefon steckt in seiner linken Tasche. Hat er es etwa mit seinem verletzten Arm dorthin gesteckt? Offenbar wollte er einfach ein paar Tage freimachen. Eis schmilzt, wenn du es erhitzt, aber wenn du mich erhitzt, werde ich fest. Was bin ich? Ein Ei. Du kaufst dieses Ding zum Essen, aber du isst es nie. Was ist es? Es ist ein Teller. Mia war spät am Abend auf dem Weg nach Hause. Es war 23 Uhr und sie musste durch einen kleinen dunklen Park. Plötzlich hörte sie Schritte hinter sich. Jemand riss ihr die Handtasche von der Schulter und rannte weg. Die junge Frau rief die Polizei, die sofort vier Verdächtige schnappte. Jan sagte, ich habe ein Outfit für meine Party ausgesucht. Camilla hat sich zu Hause auf ihre Abschlussprüfung vorbereitet. André erzählte der Polizistin, dass er Vögel im Park beobachtet habe. Und Nora war in ihrer Yogastunde. Nach der Befragung wusste die Polizistin, wer hinter dem Überfall steckt. Weißt du es auch? Es war André. Um 23 Uhr ist es viel zu dunkel, um Vögel zu sehen. Leonardo ließ eine Mappe mit wichtigen Dokumenten auf dem Tisch in seinem Büro im Haus liegen und ging zu einem Geschäftstreffen. Als er zurückkam, waren die Dokumente verschwunden. Leonardo befragte drei Verdächtige. Sein Bruder sagte, ich war im Pool schwimmen, als du weg warst. Ich habe weder etwas gesehen noch gehört. Der Koch sagte, morgen feiern wir doch eine Party. Ich habe das Essen schon vorbereitet. Der Wachmann sagte, ich war die ganze Zeit draußen und habe den Garten nach Mäusen abgesucht. Wer weiß, wo die Dokumente sind? Offenbar der Wachmann. In seiner Stellenbeschreibung wird nichts von Schädlingsbekämpfung stehen, oder? An einer belebten Kreuzung in einer Kleinstadt kam es zu einem Unfall, aber der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Zum Glück konnten einige Zeugen das Auto beschreiben. Ein Polizeibeamter fuhr zum Haus des Verdächtigen. Dort sah er ein Auto, auf das die Beschreibung passte. Doch der Besitzer behauptete, er sei den ganzen Tag zu Hause gewesen. Der Polizist wusste aber, dass der Mann lügt. Wie das? Er berührte die Motorhaube und die war noch warm vom Motor, der vor kurzem noch lief.
Du gehst an einem Bahngleis entlang, doch dann kommt ein Zug auf dich zugerast. Aber anstatt sofort von den Gleisen zu gehen, rennst du auf den Zug zu. Warum riskierst du dein Leben? Du stehst auf einer Brücke, als du den Zug siehst. Du kommst vom Gleis also nicht so einfach runter. Deshalb rennst du zum nächstgelegenen Ende.